Hi, ich bin Philipp, das ist die Gefahrenunterricht, die Folge 102. Ich habe jetzt länger kein Video mehr gemacht, jetzt vor den Sommerferien kommt wieder eins. Und zwar geht es um zwei ganz kleine Einsichten rund um den Bring-Your-Own-Device-Unterricht oder grundsätzlich, wenn Schülerinnen Geräte im Unterricht benutzen, was das bedeutet. Ich habe einige Weiterbildungsveranstaltungen dazu durchgeführt, pädagogische Tage an Schulen, und es ist deutlich geworden, dass es dann ein Stress und eine große Belastung ist, wenn diese Geräte in die Schulzimmer kommen, wenn davon ausgegangen wird, dass irgendwie bekannt ist, wie Unterricht geht, was man im Unterricht tun soll, wie Lernen funktioniert. Und dann kommen Geräte dazu, dann verkomplizieren sie die Sache, dann machen sie Abläufe schwierig, dann führt das zu einer Aufmerksamkeitsverlagerung der Lernenden. Und das ist Stress für Lehrende, es ist Stress für Lernende, die Geräte, die stören dann nur. Wenn man jetzt aber anders dran geht, und da denke ich, hilft dieses Bild, dann kann das Perspektiven eröffnen, dann kann es befreien, dann kann es Lust machen auf Schul- und Unterrichtsentwicklung. Und ich würde sagen, der Einsatz von digitalen Endgeräten, das ist ein Unterrichtsentwicklungsprojekt, das ist ein Schulentwicklungsprojekt, wo man sagen kann, wir dürfen einen Schritt weitergehen, wir können Dinge auch loslassen, die wir bisher immer gemacht haben, die vielleicht so einfach nicht mehr nötig sind. Jetzt stellen wir uns vor, eine Schule würde Pferde bekommen. Also es ist, gibt vielleicht eine Gönnerin, die hat einen Stall Pferde gekauft, die stellt sie jetzt der Schule zur Verfügung. Dann wäre so die erste Ablehnung, die ich jetzt als Deutscher machen könnte, wäre zu sagen, ja, aber um Deutsch zu können, was hat das mit Pferden zu tun? Was ist jetzt der Mehrwert von Pferden? Was sollen wir mit diesen Pferden anfangen im Deutschunterricht? Wir können ja schon Deutschunterricht, wozu sollen wir da reiten gehen? Und das Zweite, was ich tun könnte, wäre, ich könnte sagen, ja gut, dann lass uns mal reiten gehen, die Pferde stehen da draußen. Setzt euch alle mal auf ein Pferd, und dann würden fünf Schülerinnen der Klasse würden vom Pferd fallen und drei würden davon galoppieren und andere würden verängstigt zurückkommen und einige würden sagen, aber Herr Wampfler, diese Pferde, das ist keine wirklich gute Idee, sie können ja auch nicht besonders gut reiten und obwohl sie Philipp heißen, scheinen sie ein bisschen Angst vor diesen Pferden zu haben. Lassen Sie uns doch die Pferde im Stall lassen und wieder Deutschunterricht machen wie bis anhin. Und ich kann zurückgehen ins Lehrerinnenzimmer und dort sagen: Hört man, Kolleginnen und Kollegen, diese Pferde, das hat gar nichts mit gutem Deutschunterricht zu tun. Ich habe es ausprobiert, die Schülerinnen wollen das auch nicht, ich will es nicht. Was sollen diese Pferde hier, die wir hier haben? Und die können ja gar nicht reiten, meine Schülerinnen. Ich habe immer gedacht, die sind so pferdevernarrt, aber nee, reiten, das geht irgendwie nicht mit ihnen. Das funktioniert nicht. Und was das Ganze hier zeigt, ist, dass ich dann ja noch gar nicht überlegt habe, wie sich mein Deutschunterricht so entwickeln könnte, dass das Reiten damit tatsächlich etwas zu tun hätte. Also ich habe nicht überlegt, welche Kompetenzen können vielleicht beim Reiten ausgebildet werden, welche literarischen Texte könnten sich vielleicht die Aktivität mit den Pferden können sich dafür eignen, um sie zu erschließen. Wie könnte man vielleicht das Zusammenspiel zwischen Pferdesprache und Menschensprache nutzen, um Linguistikunterricht zu machen? Also ich habe das Ganze noch gar nicht didaktisch eingebettet. Ich habe gar keine Lernumgebung geschaffen. Ich habe einfach gesagt, lass uns reiten gehen. Und das Zweite, was ja dann auffällt, ist, dass die Schülerinnen gar nicht reiten können. Und das ist jetzt mit den Geräten genau auch so. Also die Pferde, wenn das jetzt nicht klar geworden ist in diesem Bild, ich erkläre es jetzt etwas zu explizit, die Pferde stehen für digitale Endgeräte, die ja im Übrigen so Tablet-Computer-Kombinationen sein sollen, wenn das eine Schule vernünftig macht, wo man Stift- und Keyboard-Eingabe gleichzeitig da drauf hat. Also wenn jetzt diese Convertible-Geräte da sind, dann sind die wie Pferde. Und wenn man jetzt sagt, jetzt machen wir mal was Schönes damit heute Nachmittag und dann sagt man, ja, aber die Schülerinnen und Schüler können es nicht, dann hat man übersehen, dass es digitale Arbeitstechnik braucht, dass man zuerst mit den Schülerinnen darüber sprechen muss, wie Reiten überhaupt geht oder wie die Nutzung dieser Geräte überhaupt geht. Es gibt ja einige Punkte, die ich jetzt nicht im Detail durchgehen möchte, sondern würde vorschlagen, dass in jedem Fach, das unterrichtet wird, in jeder Stunde, man sagt manchmal so, jede Schulstunde ist eine Medienkompetenzstunde, dann ist eigentlich jede Stunde, wo man ein digitales Endgerät einsetzt, auch eine Stunde, in der es um digitale Arbeitstechnik geht, dass man
bestimmte Dinge bewusst durchführt, dass man sich vor Augen führt, dass Schülerinnen, obwohl die oft ein Smartphone in sozialen Settings nutzen, dass sie deswegen nicht verstehen, wie man Dateien ablegt, wie man sie teilt, wie man sie bearbeitet. Und dass man bewusst macht, ja, wir arbeiten jetzt mit Tabellenkalkulationsprogrammen, da gibt es bestimmte Dateitypen, die sich in diesen Programmen eignen, die man verwendet, wo Zahlen oder Daten abgelegt werden können, die kann man öffnen und weitergeben und verschicken. Und das immer wieder so bewusst macht, dass dann auch Dinge wie Aufmerksamkeitssteuerung, wie das Anlegen von guten digitalen Notizen, wie das Führen einer Agenda mit digitalen Tools, dass die dann mehr und mehr dazukommen und man so sagen kann, ja, irgendwann werden die Schülerinnen und Schüler gern reiten. Es wird ihnen gut tun, am Morgen vor der Schule noch einen kleinen Ritt zu machen und sie sind dann wirklich bereit für den Unterricht oder sie werden auch selber merken, welche zusätzlichen Kompetenzen, welche Synergien es sich ergeben, wenn sie diese Geräte tatsächlich nutzen können, bis hin, und das wäre dann das Wichtigste, Kollaborationstechniken finden, mit denen die Zusammenarbeit mit Lehrenden und Lernenden leichter wird, mit denen auch Dinge erstellt werden können, die mit herkömmlichen Medien so gar nicht möglich sind. Und ein letzter Gedanke, den ich dazu noch äußern möchte, ist, wenn ich jetzt auch reite oder wenn ich diese Geräte habe, dann muss ich mich als Lehrer davon lösen, vor einer Klasse zu stehen und ich muss dazu kommen, dass ich hinter Lernenden stehe. Das hat ganz praktische Gründe. Es bedeutet dann auch, dass die Arrangements, wie sich die Schülerinnen und Schüler hinsetzen im Unterricht, die müssen so gestaltet sein, dass sich Lehrkräfte hinter die Lernenden stellen können. Es bedeutet aber, dass es eine Individualisierung geht. Statt Klassen steht Lernende. Es geht um die einzelne Person. Und es geht darum, dass ich jetzt nicht mehr belehrend vor einer Klasse doziere, sondern dass ich versuche, in den individuellen Lernvorhaben die Schülerinnen und Schüler zu unterstützen. Und das ist eine ganz andere Rolle. Oft spricht man abschätzig davon, dass Lehrkräfte dann Coaches sind. Natürlich müssen sie weiterhin eine Begeisterung für Fachinhalte vermitteln. Sie müssen eine Klassengemeinschaft gestalten und so weiter. Das wird alles noch auch mit Gemeinschaften stattfinden. Aber wenn es um Wissensinhalte geht, wenn es um Verfahren im Umgang mit Lernprodukten geht, dann ist individuelle Unterstützung viel, viel wichtiger als vorher. Und das zeigt auch wieder, wie sich Unterricht entwickelt, wie sich die ganzen Settings entwickeln müssen, damit ein guter Umgang mit diesen digitalen Geräten möglich wird. Ich danke sehr für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.